Frage, was ist das? Das ist sehr gut. Das ist Rindfleisch mit Rinderpest. Ah, ja, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Schauen wir mal. Ja. Was hätten wir denn da noch? Ja, und das ist, gerne, da sind die guten SARS-Viren drinnen. SARS. Wir sind in der VGT, der Verein gegen Tierfabriken. Wir sind ein Verein gegen die Massentierhaltung. Wir wollen eben jedes Jahr die Zustände der Tierhaltung in Österreich verbessern. Und heute geht es uns um die sogenannten Zoonosen, also Krankheiten, die durch Tierhaltung entstehen, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und selbst die WHO sagt, dass jede 3 von 4 Krankheiten kommen eigentlich aus dem Tierreich. Also weil wir Tiere so intensiv nutzen, weil wir Lebensräume von Tieren zerstören, gibt es immer wieder neue Krankheiten, die dann auf den Menschen überspringen und die dort viele Probleme verursachen. Wie lange dauert die Vogelgrippe noch? 10 Minuten vielleicht. 10 Minuten? Ja. Naja, das da warten wir. Ja. Aber ihr mit Chrom 6 gegerbter Pelz gefällt mir sehr gut. Ah, ja. Der ist auch überhaupt gar nicht giftig oder so. Da geht es eigentlich darum, dass wir aufzeigen wollen, dass unser Fleischkonsum, unser viel zu hoher Fleischkonsum auch mitverantwortlich ist für diese Pandemien, weil auch durch die Massentierhaltungen entstehen immer wieder solche Zoonosen. Also wenn wir so viel Massentierhaltungsfleisch essen, fördern wir leider auch diese neu entstehenden Krankheiten. Ein schönes Schnitzel, das ist auch nicht schlecht. Warte mal, danke schön, ein Schnitzel zum Steak dazu. Ui, das ist... Ja, das ist wunderbar, das blutet noch ein bisschen, das macht nichts. Das ist aber sehr gut. Ja? Also die Forderung an die Politik ist ganz klar, dass man die Tierhaltung weniger intensiviert. Zum Beispiel bei den Schweinen, dass man keine Vollspaltenhaltung mehr betreibt, dass man den Schweinen mehr Platz gibt. Bei Menschen spricht man immer von Social Distancing, aber die Tiere sind eng zusammen gekramt quasi. Also das sind wir einfach für ein Ende der industriellen Massentierhaltung und zu einer Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen. Darum geht es. Und auch jeder von uns kann natürlich weniger Fleisch essen und dann kann man auch dieses Massentierhaltungssystem weniger unterstützen, indem man einfach weniger Tierprodukte isst.